hast es auf das Schiff geschafft. Gute Arbeit, Max. Der Sicherheitszugang zum Hauptgefängnis des Schiffes befindet sich in dem Frachter. Ich habe keine Informationen zur Schiffsladung. Da ist noch etwas. Bewegungssensoren melden, dass da noch jemand oder noch etwas außer dir vom MSZ an Bord gekommen ist. Halte deine Augen offen da draußen, Max. Und lass dich nicht blicken. Hallo Leute, wir sind auf dem Schiff Stella Nova gelandet. Und irgendetwas ist auch noch an Bord von dem MSZ aus gekommen. Vielleicht ist das der Soldat in Blau, zumindest heißt das Kapitel so, im Bereich von Angesicht zu Angesicht. Und wir spielen jetzt mal. Was müssen wir denn tun? Neutralisiere das Sicherheitsteam, das den Kran schützt. Aktiviere den Kran und entferne den Container von der Tür. Brich ins Schiff ein. Der Kran muss ohne Entdeckung aktiviert werden. Okay, machen wir mal weiter. Sektor Team 4, bitte melden. Okay, geht gleich gut los. Es ist schön, deine Stimme zu hören, Max. Bist du okay? Du musst einen Weg zum Haupteingang finden. Das ist der einzige Weg in das Schiff hinein. Das Schiffsradar stört meine Signale. Ich habe keine Ahnung, wie viele Truppen an Bord sind. Aber ein Schiff dieser Größe kann Tausende fassen. Lass dir Zeit, Max. Und lass dich nicht erwischen. Max hat doch gar nichts gesagt. Wie kannst du denn dann ihre Stimme hören? Gut, das Feuer da links unten ist recht cool gemacht. Schaut mal. Immer überlegen, ja? Also das Spiel ist aus dem Jahr 2000. So, ich mache jetzt mal hier. Da läuft einer. Okay. Ah, okay. Das ist eine Schleichmission. Scheinwerfer auch noch. Also, da in dem Gang sind Scheinwerfer, da ist aber wahrscheinlich niemand. Da geradeaus auch nicht. Gott. Da hinten steht einer, schaut mal, geradeaus hinter. Okay, hier bewegt sich irgendwo einer. Hier wird der Balken weniger. Hier ist aber was. Oh, okay. Ein umgestürzter Container. Den hätte aber mal jemand wieder aufräumen sollen. Ist hier noch einer? Nee, von da sind wir gekommen. Okay. Gut. Ist auf der anderen Seite des Scheinwerfers jemand oder etwas? Ja, der Gefahrenbalken ist auch. Wir hören zwar jemanden husten, aber der Gefahrenbalken ist ungefährlich. Jetzt kommt er langsam wieder. Oh, da. Da steht einer, der bewegt sich auch. Okay. Der hat sich doch gerade dahin bewegt. Ist doch gerade hingelaufen. Ah, jetzt geht er auch wieder. Sehr schön. Ah, oh, ah, ah, oh. Der Balken wird immer heftiger. Da ist einer. Mit, oh, Glück gehabt, Leute. Das war Glück, aber der Gefahrenbalken ist immer noch oben. Zwei Jungs, die sich gegenseitig decken gingen. Ah, was ist wahrscheinlich der, der da immer hin und her läuft? Okay. Na, jetzt wäre es die Gelegenheit gewesen. Und wie kommt der nicht so weit raus? Nö. Okay. Da weiß ich dann schon. Da gehen wir mal dahin. Ja. Und schauen wir mal, bis der hintere da einmal vorbeigelaufen ist. Aber ich glaube, hier dürfte uns der vordere jetzt, also der, den wir jetzt hier sehen, nicht sehen, oder? Ne, sieht uns nicht. Glück gehabt. Der hintere. Ah, mir fällt gerade auf, in der Zwischensequenz haben wir doch. Ja, da oben schaut mal. Haben wir hier welche stehen sehen. Nein, falsche Taste. Halt!
kommt zurück. Ich hoffe nicht, dass der uns sieht. Weil sonst bricht hier ziemlich was los. Aber ich würde mal sagen, wenn er uns bisher noch nicht gesehen hat, dann sieht er uns jetzt auch nicht. Wir müssen mal gucken, ob da oben dann noch einer steht. Okay, das ist Logan. Eine Sekunde, Max. Okay, du kannst deine Codekarte verwenden, um den Kran zu starten und die Schiffsklappe freizuräumen. Danke dir, Logan. Okay, Gefahrenbalken ist bei 0. Immer noch bei 0. So. Ups. Ich wollte eigentlich nur schauen. Steht da noch einer? Nee, da war bloß einer gestanden, so wie es aussieht. Gut. Dann fangen wir das mal an. So. Müssen wir da jetzt was steuern oder macht er das automatisch? Das, da unten ist ja die Tür, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau. Da. Ah, da steht keiner. Das ist. Oder steht da einer neben der Tür? Nee, das ist ein Terminal, so wie das hier da oben am Kran. Es ist aber nett von dem Kran, dass der hier alles automatisch macht und wir da nicht irgendwie wild durch die Gegend steuern müssen. So! Und nun? Ah, okay. Das tut jetzt da runter. Gut. Bam. Können wir eigentlich... Missionsprotokoll? Okay. Nichts erfüllt. Ich habe doch eigentlich das Sicherheitsteam neutralisiert, den Kran gefunden. Das ist schlecht für die Karriereplanung. Oh, da kommen ein Haufen. Wo rennt sie denn hin? Hilfe. Wo sind die? Hallo? Aha. Genau, Leute. So hatte ich mir das ehrlich gesagt auch vorgestellt. Es läuft kein Timer. So. So. Jawohl. Nehmt das nicht persönlich, Jungs. Ich tritt jeden in den Hintern. Jo, auch das hier sieht nicht so gut aus. Ja, das ist dann diese Brücke, die wir da auf die gute Stella Nova haben runterplumpsen lassen, um an Bord zu kommen. Und wir haben schon die zweite Codekarte in diesem Level. Ja. Und los geht's. Ah, speichern wir. Okay, Max, ich habe ein paar Pläne des Schiffs aufgerufen. Sie sind schon einige Jahre alt, aber solange sie nichts geändert haben, kann ich dir helfen. Das Innere des Schiffs ist ein Labyrinth aus engen Gängen und vielen stark bewaffneten Sicherheitskräften. Der Gefängnisbereich ist nicht weit vom Eingang entfernt. Halte Ausschau nach allem, was wie eine Sperre aussieht. Wenn du erstmal drin bist, musst du vorsichtig vorgehen. Ich melde mich, wenn ich die Position des Gefängniszellenterminals lokalisiert habe. Das ist jetzt das Kapitel Die Rettung, warum allerdings das vorherige Kapitel Soldat in Blau geheißen hat. Vielleicht weiß das ja einer von euch. Machen wir weiter. Wir müssen suchen die Steuerkonsole für die Gefängniszelle. Flieh mit Cillen vom Schiff. Okay, die Rettung deswegen. Wir wollen Cillen befreien. Aha. Cillen ist ganz in der Nähe, Max. Du musst das Gefängniszellenterminal finden, um ihre genaue Position festzustellen. Warte, Max, ich bin nicht sicher, was das bedeutet, aber offensichtlich wurde an Bord ein Stechrochen-Exemplar losgelassen. Scheint, als wäre noch eine Freakshow von iCorp schiefgelaufen. Pass auf, Max! Aha, die iCorp Freak Show. Gefahrenbalken ist zwar nicht. Das kann sich aber schnell ändern. Nö. Nö. Oh.
Das ist wohl die Sektion, in der sie Cillin festhalten. Okay. So. Oh, und gleich geht's los mit dem... Oh, schaut mal, da oben ist so ein, so ein Teil, wo man sich hoch... Wo man hochklettern kann. Neue Nachrichtenfrequenz auf 106,23 einstellen. Hier stimmt was nicht, die Überprüfung läuft. Gerade noch geschafft, Leute. Zielergreifung negativ. Nehmen Patrouille wieder auf. Verdächtige Geräusche in Sektor 2. Oh. Können wir nicht einfach nur gute Freunde sein? Das wollte ich eben auch. Noch einer. Ich wollte eigentlich den jetzt... Na. Wow, das war ein cooler Move. Autsch. Ja. Oh, die Scheibe geht kaputt. Okay. Stimmt, ich bin böse. Ich muss das mal kurz üben, Leute. Also das war Sprung. Nein. Nein. Da muss man sich hier drunter stellen. Ah, so. B springen und dann mit Y schnell sich hochhangeln und dann mit Y wieder runter. Ich dachte, der ist eben da drunter. Da hätte ich wahrscheinlich pfeifen müssen, dass der runterkommt. Hier geht's mal nicht weiter. Ah, Kamera. Hilfe, Hilfe, Kamera. Ah, da ist noch was. Da geht's aber auch nicht weiter. Dann geht's wohl hier weiter. Kein Gefahrenbalken. Hm. Max, du bist es. Komm schon, wir müssen hier weg, sofort. Max, du hast eine Zwillingsschwester im Eye-System. Die Wissenschaftlerin bei Tritech will uns allen helfen. Sie hat mir von all den Experimenten erzählt, die Manticore und Eye-Corp während der letzten Jahre durchgeführt haben. Max, da ist so vieles, was wir nicht wissen. Sie ist tot, wir müssen los, Cillin. Es gibt da noch einen anderen Wissenschaftler, Dr. Steven van der Mesht. Er kann uns helfen, sie zu finden. Zunächst mal müssen wir von diesem Schiff runter. Die Motoren laufen gerade an. Du kümmerst dich um sie. Und ich treffe dich dann auf dem Oberdeck. Okay, wir haben Cillin befreit und sie hat uns irgendwas von einer Zwillingsschwester, von irgendwelchen Wissenschaftlern erzählt. Okay. So, Deck 1. Ich glaube nicht, dass ich dahin will, oder? Ah. Ja, nee, da will ich eben nicht hin, genau. Sondern wir müssen die Motoren. Ah. Ich höre jemanden laufen. Aha. So ein Glatzköpfiger. Und er ist nicht alleine. Ah, Mist. Bin nicht raufgekommen. Ah. Drei von denen. Und denk mal über alles nach. Ouch. Das mit der Heimlichkeitstour. So. Ich bin jetzt mal nicht wütend. Obwohl ich schon ziemlich sauer bin, dass mir das wieder misslungen ist. So, immer schön, wenn man zwei auf einmal erwischt. Einmal. So. Ups, entschuldigt, ich lasse euch Jungs allein. Ja,
Wenn ich Zeit habe, dann geht das immer. Hm. Okay. Tja, Max. Da geht's wahrscheinlich lang, oder? Ja, da geht's nicht lang. Geht's hier lang? Ah, ja. Dir in den Cocktail gemischt. Ich bin elektrisch. Okay, das war mal. Ich glaube, das war auch mal ein cooler Auftritt von dem Typen, muss man jetzt mal echt sagen. Mit der, dass er da die Tür zuschweißt. Okay. So, Stechrochen. So, ich kann... Muss ich da jetzt voll konzentrieren, Leute. Wobei, im Augenblick sehen wir da recht geschickt aus. So, du. Oh, ich dachte, den erledige ich. Aber jetzt. Elektrisch oder nicht, ich hab dich. Wartet hier, ich gehe und hol euch mehr Hilfe. Genau. Aua. Oh, schaut mal. Das ist das Spiel ein Bug. Das ist ja cool. Da kann man hinter die Kulissen gucken. Ja, irgendwie hat das Spiel Probleme mit der Kameraführung. Oh, schaut mal. Das hat zumindest das letzte Mal was geholfen. Jetzt aber. Oh, da stehen zwei. Einer links, einer rechts. Oh, das hilft nix. Kann ich damit so ein Funkgerät was machen? Oh, das sind wohl die Motoren, die da jetzt anlaufen. Hm. Sollen wir es mal probieren. Möglicher Eindringversuch im Sektor 7B. Setz sie. Haltet sie auf. Ach so, nee, die haben uns schon. Autsch! Uff! Und er schießt! Haha, der war auch nicht schlecht. So, ich leg mal hier ein bisschen Gesundheit nach. Autsch! So. 3 gegen 1, das ist unfair für euch. Autsch! Richtiger Move, falsche Richtung. Aua! Der tut mir weh! Na komm schon. Autsch! Also dann, ja. Jungs, immer ein Vergnügen. Immer ein Vergnügen. Wie hätte man das hier... die Kamera mal wieder. Wie hätte man denn das hier nutzen sollen? Geht's hier irgendwo weiter? Hier. Hier geht's nicht weiter. Hm.
suche meine Schwester, Becca. Ah, du musst Max sein. Ich habe schon viel von dir gehört. Becca ist weg. Sie wurde schon vor Jahren abgezogen und uns wurde gesagt, sie sei jetzt im Ei-Hauptquartier. Hör zu, es gibt Ärger. Geh. Warum mit Gewalt, wenn man mit Vertrauen so viel mehr erreichen kann? Entschuldige, ich vergaß dich meinem Fuß vorzustellen. Utsch! Ja, Leute, das ist ja jetzt alles sehr verwirrt hier. Wir haben hier eine Zwillingsschwester, die heißt wohl Becca, und haben eine zweite Cillin-Doppelgängerin. Jawohl, der hat gesessen. Nummer 1 ist erledigt. Nummer 2 ist wohl auch erledigt. So, Cillin. Du bist auch erledigt. Dann bin ich gut.